Okay, scheinbar nicht. Und die Foren kriegen wir auch nicht. Komm zurück! Da ist eine Menschenmenge auf dem Vorhang. Klangteppich. Nee, kein Klangteppich. Kein Schloss. Du bist es. Du bringst. Da war sein Irrlicht. Nun. Ist hier noch was? Ah, die Uhr, aber. Wie soll das funktionieren? Der Sand riecht. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Oh nein. Eine Glasscherbe? Vielleicht können wir damit den Vorhang abschneiden. Wäre eine Idee. Du hast uns alle umgebracht. Niemals. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Noch habe ich niemanden umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf. Redet, was ihr wollt. Aber ich werde Nori retten. Okay. Eine Glasscherbe und Vorhang. Aber vielleicht können wir beides benutzen. Traumweberin. Ja. Woran erkenne ich? Sie sind das. Eine Menschenmenge. Okay, das ist das Erste, der Vorhang. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Keine Ahnung. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel. Haben wir schon? Da ist ein Feuer. Haben wir. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die hölzerne Reif in den Händen. Ich suche was. Okay, den Vorhang haben wir schon mal hier. Den könnten wir. Ja, die Glasscherbe vielleicht können auch die theoretisch. Okay, ich habe einen hölzernen Reif, der passt auf jeden Fall nicht hin. Die Stimme könnte vielleicht der Spiegel irgendwie sein. Lässt sich das schneiden? Also nicht, den Schlüssel können wir vielleicht irgendwo. Kann man den Schlüssel gebrochen? Traumweberin! Woran erkenne ich die Splitter? Eine Mensch. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die. Ich suche was. Ohne die Stimme. Könnte die Flöte sein. Und dann ist der Schlüssel. Scheinbar nicht. Aber es sind die Sachen, die man dranhängen kann. Hölzern Reif ist der Schlüssel. Traumweberin. Ja. Woran erkenne ich? Sie sind das. Wo? Eine Menschenmenge. Ne, der sich Vorhang. Wie ein Vorhang offensichtlich. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Also die Stimme, das kann nur durch die Flöte kommen. Fällt vom Himmel herab. Die Feder, ja. Feuer haben wir auch. Das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Hab fertig. Welche Harfe meint ihr?
Jeder. Was muss ich? Suche nach die Split, sobald. Ich suche weiter. Ohne Ei. Wir haben fertig. Plong. Okay, das Feuer hängt auf jeden Fall richtig. Jetzt müssen wir die Zauberflöte mal tauschen. Ich wüsste nicht wieso, aber... Unselige Stimme. Traumweberin. Ja. Woran erkenne ich? Sie sind da. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ja, offensichtlich der Vorhang. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Unselige Stimme. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge. Ich suche weiter. Ohne Ei. Dann legen wir uns die Blätter. Das ist der Anfangsquest. Hölzerner Reif. Du bringst das diese. Du ich will sie sort Hexen. Keine Ahnung. Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Oh nein. Ich werde. Ich räume. Und irgendwann bricht und alles. Tja. Von hier aus kann man noch nichts wirklich machen. Ja. Und alles wird. Du siehst du, ich sie sollt hexen. Ja. Das sind offensichtlich die Dinge, die wir aufhängen können. Und da haben wir eine Glasscheibe irgendwas dran. Lässt sich das schneiden? Ich bin nicht sicher. Eine Menschenmenge. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Aber ich höre nichts. Das ist richtig. Ah ja, damit, okay, verstehe. Vielleicht müssen wir das tauschen. Das war der Hinweis. Hatte ich, glaube ich, schon richtig. Ich höre nichts, da ist das, da muss das. Und dann das. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Aber ich höre nichts. Mhm. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Ja, das ist richtig. Es ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Ein Armreif ist das nicht. Sie muss was führen und einen Armreif brauchen wir. Woher nehmen wir nicht stehlen?
Ein Armreif und was hören wir so? Können wir noch irgendwas mit dem Schlüssel dann aufschließen? Ist noch irgendwas zum Aufschließen? Können wir Nuri aufschließen mit dem Schlüssel und dann ihren Armreif kriegen oder ich weiß es nicht. Behalt das ruhig. Okay. Wofür brauchen wir hier den Schlüssel eventuell? Tja, ich weiß es nicht. Kein Schloss. Ich habe gern. Offensichtlich. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Aber ich höre nichts. Eine Idee habe ich noch. Die haben wir noch nicht versucht. Die Flöte. Wir haben alles schon versucht. Wir haben es versucht, Nuri was vorzuspielen. Was wir noch nicht versucht haben, ist dem Raben was vorzuspielen. Das wird es jetzt sein, vermutlich. Das ist einfach dem Raben mal ein bisschen was. Den damit zu vertreiben oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ja, so war das. Achso, ich wollte gerade sagen. Doch nicht. Oh je. Endlich Ruhe. Okay. Aber jetzt sind die Stimmen in der Flöte drin, deswegen, das sind die Stimmen, die der Rabe hat ja gerufen, du bist der Unheilsbringer und so weiter, deswegen ist er jetzt da. Und jetzt brauchen wir noch einen Reifen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Nuri, ich. Sag einfach nichts. Ich weiß doch, ich will nur, dass du. Dass jetzt redet sie mit uns. Hier. Dieser Reif ist für dich. Ah. Ja, Reif, den sie als Kette hatte. Mich nicht aufgibst. Okay, jetzt haben wir ihren. Ach, den Reif, ja, den kennen wir aus dem. Den kennen wir aus seinen Träumen. Gut, dann werden wir jetzt die Kette und den Schlüssel. Der bleibt dann einfach da. Den brauchen wir nicht mehr. Schlüssel und Glasscherben behalten wir dann bei uns. Dann kommt hier die Flöte hin. Und nein, der Schlüssel nicht, das Artefakt des Siegers an den Haken. Sehr schön. Scheint, als hätten wir es geschafft. Du bist es. Du bringst das Ende. Da haben wir die Kette, den Ring, da haben wir den Rahmen, da haben wir das Feuer, da haben wir die Stimmen, die der ausspricht, das ist die Feder, dann macht Sinn. Corvus! Corvus? Habe ich zuletzt ein fantastisches Tierwesen gehört, den Namen.
Das werden dann wohl Satinavs Kitten sein. Der Seher heißt Satinav. Damit haben wir das Rätsel gelöst, das Endrätsel. Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nuri retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hurra, Finale. Leb wohl, Feenfreund. Finale, ich komme. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachtar. Den Göttern sei Dank. Auf in die reale Welt. Zurück. Jetzt müsste ich ja... Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Wo? Ja, dachte ich doch, hier müssten wir rauskommen. Nuris Versteck, ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri! Ey, es ist einfach. Oh, ich hab freigeschaltet. Okay. Hier haben wir das Feentor. Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. Durch das sind wir wahrscheinlich gekommen. Durch das ist dann Nuri auch gekommen. Und die Welt, in der sie war, jetzt verstehen wir alles. Es war die Welt, wo die Königin alles verboten hat, alles tanzen, alles singen. Das ist deswegen, ist sie geflohen. Mein Arm ist zu kurz. Scheinbar Tochter der Königin. Kämpfe ich mich jetzt wirklich mit bloßen Händen durch diese Dornenhecke? Nein, wir haben ein Messer. Woher war das Rummer? Nuri wird es verzeihen. Wir können es ja wieder heile machen, wenn wir durch sind. Okay. Können wir nicht. Wie schade. Eigentlich kann ich ihn auch einfach mit der Hand abbrechen. Ach komm, Spielverderber. Bisschen Magie nutzen. Eine Alraune hat überdauert. Alraunen. Du musst dich erraunen. Die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Erraunen. Nuri wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat, nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Damit nicht versteinert werden. Wenn sie schreien wird. Oha, Winterwald. Ich habe meine Flechte. Fest verwachsen. Können wir sie kaputt machen? Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Vielleicht mit dem... Vielleicht. Vielleicht. Das klappt. Können wir vielleicht... Wozu denn? Eistropfen ins Herz. Nur hier runter können wir.
Oha. Der Ritter, der Zornbold. Du schon wieder. Ich kenne Ritter ihn doch. Zornbold. Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge, im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Ja. Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge. Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, aber nicht, wovon ich spreche. Dann komm doch mit. Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Was ist mit Andergast? Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme. Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch nein, keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Natürlich sind es 13 Jahre. Was auch sonst. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe. Kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Jo, dann würde ich sagen, nichts weiter. Mehr muss ich dazu nicht hören. Ja, das gleich, aber... Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Ich lasse euch allein. Danke. Wir müssten mal fragen, ob uns helfen kann. Ritter Zornbold. Ihr sitzt hier. Ich wage nicht, ob ich nun Bericht zu verharren und auf... Lass mich. Ich habe versagt. Ach so, Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Okay, können wir nicht dazu gewinnen. Ein echter Zweig. Er hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Ruf nach Andergast. Oha. Wo Olgiert? Olgiert, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg. Lasst mich in Frieden, Albträume. Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende. Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. Oh, Schreck. Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja, du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen. Mörder! Mörder! Da ist nichts, Olgiert. Hör doch.
Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen. Grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste, er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Ja. Gib mir die Heugabel. Nein, sie lag hier. Jetzt ist sie mein. Kannst sie bald haben. Ich brauch sie nur noch einmal. Ja. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Ich bin ein Vogelfänger. Ich werde diese Krähen unschädlich machen und dann... Diese Krähen kommen aus den Niederhöllen. Mit einem lumpigen Netz kannst du hier nichts ausrichten. Ich weiß, aber Gwynling hat ein Mittel gefunden, wie man die Vögel zurückverwandelt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Lass den Unsinn, gib mir die Heu... Es wird sicher... Ausgerechnet dir soll etwas vielleicht... Warum... Vertrau mir... Ach ja? Ich bin nicht dein Rivale, schon lange nicht mehr. Inzwischen weiß ich nämlich, wer an all dem schuld ist. Ich habe nichts gegen dich. Andergaster halten zusammen, richtig? Ich weiß nicht. Ach komm. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Du doch schon, aber was soll es... An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Na los, gib mir die... Nein, die Mistfork. Das wird doch nichts. Lass, es wird sich... Ausgereckt vielleicht. Warum so... Du trägst... Du warst verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Das endet doch nicht gut. Vertrau mir, alles rängt... Ach ja? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten... Dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Na los, gib mir die... Vielleicht hast du... Also gut. Nimm die Forke. Wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich hin, ohne Angst. Wir haben es geschafft. Versuch sie zu verstehen. Mein Gewissen ist wieder reingewaschen.